So. Go for Glory. Drei Runden. Natürlich drei Runden. Was denn auch sonst? Mal sehen, ob dieses Mal die Rundenzeiten etwas kürzer sein werden. Man weiß es ja nicht. Wer will sich denn hier wichtig machen? Aber es sieht ein bisschen so aus, als würde es hauptsächlich nur über die Autobahn gehen. Oder damit sympathisiere ich. Ah, sieht doch nicht so aus. Ich habe nichts gesagt. Ach doch. Oder? Doch? Nein? Doch? Nein? Doch? Doch. Na gut. Hier rüber. Alter, solche Strecken mag ich ja. Das muss ich ja einmal echt zugeben. Weil man einfach so schnell ist. Ja, wahr. Jetzt geht's nämlich wieder auf reguläres Terrain. Ja. Mal wieder durchs Stadtzentrum. Das ist vielleicht sogar das letzte Mal für mich, dass ich dieses Spiel zocke. Gerade ein bisschen was, um sentimental zu werden. Nein, nicht wirklich. Schöne Kindheitserinnerungen dran, jetzt so mal gezockt als Let's Player. Aber gut, man muss auch mal abschließen mit etwas, ne? Und es ist ja nicht vorbei mit Need for Speed, aber was? So ist es ja nicht. Und meine Fahrkünste, ne? Verabschieden sich gerade übrigens. Oh, ich bin ja jetzt auch schon eine Stunde am Aufnehmen, ey. Da wird's dann schon etwas. Nee, aber ich habe gesagt, ich ziehe das durch und ich werde das durchziehen, egal was passiert. Danke dafür. Danke dafür. Alter, das ist ja wieder eine viel zu lange Runde, ey. Das nervt mich immer in diesen Rundenkursen. So 2 Minuten Rundenzeit und dann machen wir einfach 3 Runden. Das ist dann immer ein bisschen kacke. Bisschen kacke. Das ist nämlich vom Zeitaufwand her sind diese Rennen einfach mit Abstand am längsten. Aber die sind eigentlich alle ungefähr gleich lang immer, ne? Habe ich das Gefühl, die Rundkurse immer so 2 Minuten pro Runde. So sind sie auf jeden Fall konzipiert anscheinend. Na gut. Na, du willst dich duellieren, Mann? 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 Okay, ich hör auf. Ja, wo ist der jetzt hingefahren? Hä? Wo ist denn der Kerl? Die Karte sagt, Alter, Schluss jetzt. Also, wie komme ich jetzt wieder gut hin? Na, war das elegant oder war es elegant? Ich fand, es war relativ elegant. So, der überholt mich nicht. Der ist nämlich viel zu langsam. Und da oben schleichen die schwarzen Hüter der Nacht da auch schon rum. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Alter! Ist doch nicht mehr wahr. Ich ramme hier alles, was sich bewegt. Na gut. Wieder 3. von 4. Yay. Alter. Mann! Ich fass das nicht mehr. Rückwärts, rückwärts, geradeaus. So. Und wenn ich dieses Rennen jetzt noch gewinne, dann bin ich ein Gott. Nee, nicht wirklich, aber... Jetzt wird schon etwas kniffliger, hier den Sieg zu holen. Vor allem, weil ich alles ramme hier. Alles und jeden. Deswegen spare ich mir jetzt ein bisschen Nitro auf. Und versuche mal ein bisschen wieder ranzufahren an die Spitze. Was ja in diesem Spiel relativ einfach ist. So, wen sehe ich denn da? Meine Kumpanos. Ryan, Scotty. Ryan. Wo willst du ihn? Ryan. Alter. Nicht alles rammen, bitte. Na, danke dafür nochmal. Alter. Finde ich richtig assig von denen. Jetzt habe ich mich wieder respawnen lassen mit R. R sollte man übrigens nicht zu oft drücken, weil dann wird man etwas scheiße respawnt, aber ist einfach so. Take me on, dun, dun. So, da vorne sind die beiden Halotris doch schon. Na, kann ich noch die Führungsrunde machen? Komm, komm, komm. Haha, jawohl, tatsächlich. Jetzt hätte ich zum Beispiel noch gewonnen. Diese Runde war schlecht. 2-10. Dum, dum. Go. Go, 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 go. Komm schon. Magazin, du siehst, wie gut ich bin, wie viel ich aufgeholt habe. Du willst jetzt den Vertrag. Und dann seht ihr beim URL, hey, der hat einen Vertrag. Der war in allen Magazinen, in denen es in diesem Spiel möglich ist. Dann geben wir ihm doch auch das letzte URL. Und dann sagen wir einfach, wir beenden das Spiel. Yay.
hoffe ich jetzt mal. Das wäre natürlich optimal. Optimal, Ziggy. Aber die Zeitschriften klopfen ja nur an, wenn man irgendwas gewinnt, und die DVDs klopfen nur an, wenn man Sterne hat. Und da 10 Sterne das Maximum ist in diesem Spiel, glaube ich zumindest mal. Also, ich glaube nicht, dass man 11 Sterne bekommen kann. Man kann natürlich leicht über 10 Sterne. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das war auch die letzte DVD in diesem Spiel. Das haben wir an dieser Statistik gesehen. Deshalb ist es eigentlich schon so gut wie durch hier. Eigentlich kann die Zeitschrift nur dann anklopfen, wenn wir die nötigen Rennen und die nötigen Rufpunkte gewonnen haben. Und genau das sind wir gerade im Begriff zu tun. So hier hatte ich in allen, in beiden ersten Runden riesige Fehler. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Aber wir haben einen riesigen Vorsprung, sehe ich gerade, von 5 Sekunden. Das habe ich noch nicht so gesehen. Ach ja. Und jetzt gehen wir hier auf die Zielgerade. Und wann gehen unsere Freunde auf die Zielgerade? Ich gucke, dass hier kein Rammen. Da hinten war glaube ich, einer. Bin ich mir aber nicht sicher. So, Sieg. In 5,51. Alter. Alter, Falter. In 6 Sekunden Vorsprung, Rufpunkte, na komm. Klopf an, liebes Magazin. Bitte. Ja! Ja, das ist was für mich, Rachel. Das hast du goldrichtig erkannt. Jawohl, das letzte Magazin-Shooting machen wir jetzt in diesem Spiel. Need for Speed Underground 2, Freunde. Ihr könnt euch freuen, ich freue mich. Und dann müsste eigentlich das URL freigeschaltet werden. Wenn nicht, oh, da bin ich etwas scheiße gefahren. Wenn nicht jetzt, wann dann, frage ich euch. Jawohl! Und das war, glaube ich, auch das letzte reguläre Rennen, was wir gefahren sind. So, wohin soll ich? 1,45 in nach Beacon Hill. In nach Beacon Hill, genau. Ach, hier muss ich dann direkt lang, ja. Gut, mal sehen, wie diese Zeitgabe des letzten Magazins ist. Wahrscheinlich ziemlich eng, wie ich das Spiel kenne. Aber wir haben ja schon ganz andere Sachen bewältigt, ne? Wir haben ja schon vieles durch. So, das sind jetzt nochmal 5 Parts. Das sind 5 Parts. 87 sind wir jetzt vielleicht so. Also ich könnte noch hinkommen mit 90, aber dann muss ich das schon extrem hier in die Länge ziehen. Das ist ja eigentlich nicht mein Vorhaben. So, dann hier ein bisschen Nitro verpowern. Und, ja, ach komm. Also diese Zeitgebung ist wirklich sehr nett. Oder? Moment, ich muss das... Ja, die ist wirklich sehr, sehr nett. Hier nicht die Abkürzung nehmen, sondern hier außenrum. Und da müsste eigentlich das letzte UL gleich aufpoppen, hoffe ich. Poppen, hör. Scheiße. So, so viel dazu. So, das letzte Dingsens. 47 Sekunden habe ich jetzt noch dahin zu fahren. Das letzte Magazin, freut euch drauf. Ja, du hast auch das Titelbild einer Zeitschrift geschafft. Street Tuner, die letzte Zeitschrift. In Gespräch, Main in Japanese, Driftlegende. Was? Ich bin keine japanische Driftlegende. Scheint auf jeden Fall holländisch zu sein, würde ich sagen. Die Historie von Drift Racen. Fusie, stell der perfekte getunte Wagen Samen. Hösamen. Meet the Cover Girl, Street Tuner. Ja, schön. Ich bin aber keine japanische Driftlegende. Wollte ich nur nochmal anmerken. Gut. Jetzt müsste doch das UL da sein. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Mein Gott. Es hört nicht auf. So. Hier bitte. 66% Karrierefortschritt. 89,1. Unsere Quote ist gestiegen. Nee, aber was ich gucken wollte. Hier. Kohlhaber. 96. Ja, ein Rennen müssen wir noch machen in Kohlhaber. Das ist gerade dazugekommen. Ein Rundkurs, den ich jetzt auch schon auf die Karte genommen habe. Weil sonst, oder? Wir haben 8 von 9 UL-Events gewonnen. Das wird erst freigeschaltet, wenn wir das letzte gewonnen haben. Ja, okay. Dann müssen wir auch anscheinend diesen Rundkurs in Kohlhaber gewinnen. So würde ich das interpretieren. Und dann geht es auch schon weiter. Daram, dam, dam. Das ist doch geilo. Das ist doch geilo. Nee, du fährst falsch, Alter. Du fährst falsch, liebes Navigationssystem. Hier geht's nämlich viel schneller. Einfach über die Autobahn Richtung Kohlhaber pesen. Alter, das ändert ja stetig seine Meinung. So, und wenn wir den Rundkurs haben, eigentlich nur das UL, ne? Also vielleicht das letzte reguläre Rennen. Vielleicht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Nobody knows. Ja.
Dann fahren wir hier gleich noch ein bisschen weiter. Alter, warum drehe ich mich, wenn ich dem hinten reinfahre? Das macht alles keinen Sinn. ja, dann fahren wir hier lang. Genau, genauski. Du hast es erfasst, Kollege. So, dann das letzte Rennen hier. Mal sehen, was da so auf uns wartet bei diesem Rundkurs. Man darf gespannt sein. Fahre ich hier gerade Richtung Flughafen oder Richtung Cole Harbour? Man weiß es nicht so, ne? Na, ich glaube Richtung Cole Harbour. Hier runter von der Autobahn. Und da ist doch auch gleich schon der Rundkurs. Hey, alles gut, Baby? Ja, ich habe Action für dich. Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden, soll aber irgendwo im Bereich Hotel Plaza sein. Bist du schwul? Ich melde mich, wenn ich wieder was höre. Peace. Nenn mich nie wieder Baby, okay? John, willkommen an Bord, Junge. Die Regeln sind einfach, ja, ja. Bla, bla. Alter, der hat mich Baby genannt, diese Schwuchtel, ey. Ah, Baby. Baby, ich wiederhole Baby. Nee, gut. Dann mal los. Bei dem letzten regulären Rennen Need for Speed Underground 2 gegen Matt, John und Wojciech. Und, oh, wer fährt denn da im Peugeot, Mann? Du bist aber zurückgeblieben. Du bist aber zurückgeblieben. So. Und jetzt gehe ich hier auch mit Elan ran, weil in der Ferne sehe ich etwas aufblinken. Könnte ja auch sein, dass wir jetzt noch die ganzen anderen Rennen machen müssen. Das kann ich ja nie ausschließen. Aber ich glaube nicht. So, mal sehen, wie lang diese Runden Zeit ist. Aua. Scheiße. Scheiße. Ja, vielleicht solltest du genau mal rumbeschleunigen. Ja, ich nehme den innersten Weg, wie dieser Kollege hier auch. Hoppala. Oder vielleicht, nee, ich glaube, der ist doch nicht so gut. Sehe ich gerade. So, wo seid ihr denn alle, Kollegas? Ich komme, um euch zu holen. Hä, du auch? Boah, wie ich ihn einfach mal im Sprung hart überholt habe. Nein! Boah, voll frontal gegen. Wo muss ich jetzt lang? Ja, yeah, ich habe noch einen überholt. Nicht im Wissen. Ach, scheiße, da geht's nicht lang. Boah, da war abgesperrt plötzlich. Ich dachte, man könnte da frontal rumbrettern, aber dem war nicht so. Wo ist denn der Erste? Ah, da ist er. Come and get me, BH. Ah, scheiße. Ja, irgendwie ist das hier immer noch relativ uneinsichtig, aber ich folge dir. Hopp. Und dranbleiben, dranbleiben. Ich mach das andere Gitter kaputt, Mann. Das nennt man Teamwork. Ey, na, verdammt, jetzt konnte ich es nicht kaputt machen. So, hat er sich weggedreht oder nicht? Ne, sieht schlecht aus. Scheiße, da hatte ich die Abkürzung perfekt nehmen können. Einer hat sich merkwürdigerweise, glaube ich, ein bisschen gedreht. Boah, diese Runde ist ja wohl extrem lang. Oder? Wo ist denn die Ziellinie? Hallo? Kann es sein, dass das hier durch ganz Cole Harbour geht? Na, auf jeden Fall etwas längeres Rennen. Scheiße, ich fahre hier aber auch einen Grütz zusammen. Ist nicht zu fassen. So, erste von drei Runden absolviert. Als Führer natürlich. Zack, hier rum. Jetzt mal vielleicht eine Runde unter zwei Minuten. Das wäre doch mal was. Gib zu, das wäre richtig geil. Boah, es werden vielleicht 6, 7 Parts, die ich jetzt hier am Stück aufnehme. Aver, aver. Ich weiß noch gar nichts. Es könnte auch sein, dass ich hier im Rennen schneide, Leute, aber es ist einfach, weil ich keine 15 Minuten mehr hochladen darf. Oder kann. Was weiß ich. Boah. Ich hasse das, wenn man so frontal gegen diese Mauer fährt. Und ich hasse das, wenn mir gefolgt wird. Oh. Einer hat sich da irgendwie sehr weit weg katapultiert. Eben auf der Karte. Und hopp. Und ja. Mann, ich rede hier ein bisschen wenig, ne? Fällt mir auf.